Hallihallo, ihr süßen Mäuse, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich für euch ein kleines Make-up-Tutorial und wir testen auch ein paar Naturkosmetik-Neuheiten, die ich gekauft habe oder die ich halt schon ein bisschen verwendet habe und schon so eine leichte Meinung dazu habe. Hier ist auch ein Produkt mit dabei, was mir zugeschickt wurde. Das andere bekommt ihr halt alles in der Drogerie. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefällt, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, die Glocke zu abonnieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Und falls du neu hier gelandet bist, lasst mir gerne ein Abo da. Und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir mit dem Video. So, ich habe euch jetzt einen kleinen Tick näher rangeholt und ich bin gerade aufgestanden, es ist noch recht früh, es ist jetzt, wie spät ist es? Okay, es ist 9, nicht mehr so früh, aber ich bin schon jetzt seit 8 wach und muss natürlich heute auch noch zur Arbeit und ich dachte, wir stylen uns heute zusammen und dann besprechen wir so ein bisschen die Produkte, packe ich das hier hin oder hier oben, ich weiß es gar nicht, die ich halt neu gekauft habe. Wollen wir es so machen? Ist das so okay für euch? Also so geht es mir heute sehr gut. Ich freue mich auf den heutigen Tag. Die Sonne lacht. Und ja, es ist ja wirklich dieses Jahr ein Traumsommer. Und es ist so, wie ich gesagt habe, dieses Jahr werden wir einen Bombensommer haben. Und zwar eine liebe Zuschauerin hatte mir gesagt, ich soll mal bitte auch bei Rossmann reinschauen. Die hätten halt auch gute Naturkosmetikprodukte. Ich glaube, ich mache es doch weg, weil es gibt dann immer so eklige Knicke in den Haaren. Deswegen lasse ich es erstmal so. Und sie meinte, ich sollte mal bei Altera vorbeischauen. Übrigens haben die gerade bei Rossmann eine Aktion, hatte ich gesehen. Man kriegt auf alle Altera-Produkte, jedenfalls war es hier in Hannover, 20%. Ich brauchte ein neues Gesichtsserum, weil mein jetziges, was ich verwende, das ist dieses hier von Bionura. Ganz toll. Gibt es bei Amazon oder man kann direkt bei denen bestellen. Es ist auch Naturkosmetik, kein Alkohol mit drin, das finde ich richtig toll. Kein Alkohol drin, pflanzlich, nur gute Inhaltsstoffe und man kriegt auch recht viel. Es ist ein bisschen teurer, also es ist schon so High-End-Naturkosmetik, das heißt, kostet ungefähr so 20 Euro. Ich werde mir jetzt als nächstes das Retinol-Serum bestellen, das werde ich mir auch irgendwann nachbestellen. Aber ich wollte jetzt erstmal wieder was aus der Drogerie verwenden. Und jetzt habe ich mir dieses hier geholt von Altera. Ja, von Altera. Das Intensivserum Biogranatapfel für sehr trockene Haut. Generell habe ich jetzt nicht sehr trockene Haut, aber ich mag alles, was sehr gut pflegt. By the way, ihr müsst da auch nicht immer so, wenn da steht Anti-Aging-Serum oder wenn da steht für reife Haut oder sonst was. Ihr könnt das auch verwenden, das schadet eure Haut nicht. Im Gegenteil, ich habe festgestellt, dass die Serien, die gerade für sehr, sehr reife Haut sind, der Haut sehr viel Frische geben. Ne? Also ich mag dieses eine Intensivserum von denen. Das ist zwar keine Naturkosmetik, aber die Inhaltsstoffe sind auch super. Ich habe das mit Kojic gecheckt. Also falls ihr das nicht kennt, Kojic ist eine App, die solltet ihr euch runterladen, wenn ihr euch interessiert für die Inhaltsstoffe. So sieht die aus, ne? Und da könnt ihr dann hier auf diese Lupe gehen und dann könnt ihr einen Barcode scannen. Hallo? Und dann sagt ihr euch halt hier, ne, welche Inhaltsstoffe da drin sind. Zum Beispiel hier ist ein leicht bedenklicher, hat so eine gelige Konsistenz. Ist aber leider wieder auch sehr stark parfümiert. Und ja. Ist parfümiert. Also gerade in der Drogerie ist es immer ein bisschen schwierig, weil viele Produkte wirklich gesagt auch sehr stark parfümiert sind. Aber nicht mit synthetischen Duftstoffen, sondern halt mit ätherischen Ölen. Oft ist es dieser typische Mandelgeruch. Ich habe damit kein Problem, aber für jemanden Allergiker oder so wäre das natürlich nicht. Als Make-up werde ich jetzt heute wieder meine Sonnencreme Foundation nehmen, weil wie schon gesagt die Sonne lacht. Und da nehme ich hier von Algamaris oder La Beauté de Biarritz, ich glaube. Diese hier, das ist die Farbe Tint Clair und ich mische die immer mit ein bisschen Tint Doré. Das ist dunkel, das ist hell, hat Lichtschutzfaktor 30 und deckt halt sehr, sehr gut ab. Ja, und jetzt machen wir doch nochmal die Haare hier.
out the way. Was ich gerade feststelle, ist, dass ich ganz viele so Krümel habe. Irgendwas geht von der Haut ab. Also es kann ja nur dann das Serum sein. Dass das krümelt jetzt, das gefällt mir gerade gar nicht. Das hatte ich bisher auch noch nicht so. Ich habe ja sonst immer die Spionora genommen. Ja. Und das hat auf jeden Fall nicht so gekrümelt, aber das macht gerade so Krümel. Kennt ihr das, so kleine, also wie so Hautschüppchen, gerade hier an den Seiten, ganz schlimm. Dass man es sehen kann, hier krümelt sich das alles so. So, dann kommen wir zum Concealer. Also ich habe jetzt wirklich einige Concealer getestet und bisher hat mir keiner gefallen, außer ein einziger. Und zwar, den habe ich euch schon mehrmals jetzt gezeigt, von Averde, der Sensitive Concealer. Der ist neu rausgekommen. Der ist auch schön hell in der Farbe 01 Ivory. Und ich habe zum Beispiel hier diesen auch getestet von Altera. Der ist auch schön hell, aber den kann man in die Tonne treten, weil der lässt sich einfach nicht gut einverarbeiten oder gut verblenden. Das gleiche ist hier mit dem normalen Alverde Concealer. Also irgendwie ist hier die Formulierung anders. Also diese ist besser als diese. Deswegen hoffe ich, dass ich hier vielleicht noch mal einen dunkleren Ton rausbringe. Aber der normale Concealer von denen, die 03 Creme ist das. Das war auch so das hellste, was ich da gefunden habe. Der ist furchtbar. Der riecht auch wieder stark nach Mandel. Und aber der lässt sich auch überhaupt nicht arbeiten, einblenden, gar nichts. Also das ist so ein Hin- und Hergewische auf der Haut, ganz furchtbar. Aber wir nehmen jetzt den, weil der ist schön cremig. Und der ist wirklich super. Der lässt sich super einarbeiten, super verblenden. Man könnte ihn zum Beispiel halt auch so tragen einfach. Als, ja, als irgendwie Make-up, wenn man sagt, okay, ich will gar nicht so viel, ich will nur ein paar Sachen abdecken. Für mich ist er aber halt ein bisschen zu hell, das ist das Schade daran. Deswegen hoffe ich, dass ich ihn vielleicht nochmal in einer dunkleren Variante rausbringe. Weil dann kann man ihn auch zum Beispiel einfach nur als Make-up verwenden. Und wie ihr seht, hält er schön auf und lässt sich super mit einem feuchten Beauty-Schwamm, dieser ist hier von Real Techniques, in die Haut einarbeiten. Die kommen auf jeden Fall weg, weil I can't use them. So, dann kommen wir zu auch einem neuen Produkt. Und zwar ist mein Hittepan von meinen Alverde Powder Foundation, die habe ich ja wirklich aufgebraucht, den Bronzer. Und ich habe mir jetzt immer einen von Altera geholt. Und zwar diesen hier, der ist auch, glaube ich, neu, der Natural Matte Bronzer, Multicolor Bronzer. Der hatte mir sehr zugesagt, weil der nicht so ganz so rotstrichig war, sondern mehr so bräunlich wirkte. Und ich gehe dann hier mit meinem Pinsel da rein und damit werden wir das Gesicht jetzt ein bisschen konturieren. Und ich bin ja, der ist stark, da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger sein, vielleicht nur leicht tupfen, ein bisschen abklopfen. Also der von Alverde, der war ja auch gut, den mochte ich sehr gerne, aber er war halt sehr, sehr schwach. Das kann Vorteile haben, der Nachteile. Auf der einen Seite bin ich natürlich ein bisschen gebräunt durch meinen Selbstbräuner und auf der anderen Seite wenn ich natürlich das sich abwäscht, dann könnte es natürlich jetzt sein, dass der so ein bisschen zu stark ist. Aber er gibt auf jeden Fall sehr, sehr gut Farbe ab. Also ich tippe nur ganz kurz rein, während ich bei dem anderen richtig rein musste schon, um da was rauszuholen. Was aber auch nicht so schlimm war, weil man konnte das aufbauen. Der ist ja auf jeden Fall sehr, sehr stark, sehe ich gerade auch. Und ist auf jeden Fall gut pigmentiert, das Stück. Als Blush nehmen wir heute, welche Farbe nehmen wir? Ich würde gerne was von der Verde nehmen. Ich glaube, wir nehmen heute mal das Apricot. So schaut das aus. Das ist ein sehr schöner Blush. Und by the way, ich habe so viele Blushes mir jetzt gekauft. Ich habe zwei Farben davon. Ich habe von La Vera. Ich habe dann noch so eine Trend-Edition. Und Blushes bin ich erstmal versorgt.
That's enough blush. So, dann kommen wir zum Highlight. Und da verwende ich heute wieder von Alverde. Leider habe ich noch keinen helleren Highlighter gefunden. Ich hätte gesehen, bei Santé hatten die welche, aber das waren so Multicolor Blushes oder Multicolor Highlighter. So, ich mag diese Multi-Sachen nicht, weil was habe ich davon, viele Farben drin zu haben, durchzugehen, die zu vermischen? I don't like that. Wirklich, ich mag das nicht. Ich habe jetzt, ich habe hier schon so einen, diesen Shimmer Blush. Das ist auch einer von Dings und das gibt immer so eine ganz komische Farbe irgendwie. Also ich bin da nicht so der Freund von. Und von Alverde gibt es halt einen Highlighter, den gibt es aber auch nur in dieser Farbe und die ist halt Gold. Wobei ich finde das im Moment ganz schön. Da gehe ich dann immer hier mit diesem Fan Brush so ein bisschen durch und dann... Heute mache ich es nur leicht, weil ich halt, wie schon gesagt, nur zur Arbeit gehe. Aber damit kann man auch glauben bis nach Mappen. Dann hier noch so ein bisschen, hier oben an der Seite. Und das war es dann auch schon mit Highlighter. Yes. So, und dann kommen wir zum neuen Produkt, was ich mir gekauft habe. Und zwar ist das von Santé. Und da muss ich dazu sagen, ich habe sehr, 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 sehr lange danach gesucht. Und zwar war ja mein Lieblings-Contour-Kit hier von Catrice. Das gibt es auch gar nicht mehr. Das Prime and Fine in der Farbe 010 Washi Alliance. So schaut das aus. Da gab es so einen schönen Highlighter, mit dem habe ich immer so gerne meine Nasenspitze gehighlightet. Und diesen aschigen Contour-Ton, den ich liebe und geliebt habe für hier, für die Wangen. Ich habe ihn auch ab und zu jetzt noch verwendet. Aber ich habe die ganze Zeit auf der Suche, war ich nach einem Naturkosmetik-Ersatz. Und ich habe es gefunden. Ja. Und zwar war ich im Dance. Die haben ja auch eine ganze Kosmetikabteilung. Und dort gibt es halt auch Make-up-Marken, die es jetzt dann im normalen Drogerie nicht gibt. Und dort haben die Santé. Das findet man eigentlich, glaube ich, auch nur da. Und ich habe dort diesen Contour und Bronzer mitgenommen. Und zwar ist das die Farbe 02 Medium Dark. Und Entschuldigung mal. What is that? Can someone tell me that? Guckt euch das an. Das ist wirklich fast komplett identisch und es ist auch sehr aschig. Und auch der Highlighter-Ton hier unten, das sieht dem total ähnlich. Richtig krass. Ich bin mega happy. Er ist ein bisschen teurer, kostet 9 Euro. Aber damit kommt man ja ewig lange hin. Und damit werden wir heute meine Nase und meine Wangen konturieren. Sehr schön. Wow, richtig geil. Gibt auf jeden Fall sehr gut Farbe ab. Dann gehe ich hier mit diesem Zahnbürstenbrush nochmal in die Farbe rein. Nehme ein bisschen Produkt auf, klopfe das nochmal ab und jetzt konturieren wir die Nase. Und ich gehe ja meistens hier oben lang. Oh. Und hier runter dann. Also Hammer, ist genauso wie der von Catrice, aber es ist halt Naturkosmetik und das gefällt mir richtig gut. Und dann gehe ich hier mit meinem Finger rein in die Highlighter-Farbe. Mal gucken. Boah, kann man machen. Ich hätte es mir jetzt ein bisschen schimmernder vorgestellt. So, dann würde ich sagen, dann baken wir. Ich gehe jetzt hier nochmal lang. Das mache ich immer nochmal vorher, weil manchmal setzt es sich dann doch so ein bisschen in die kleinen Fältchen ab. Und wenn ihr das fixiert, dann bleibt das halt natürlich so. Deswegen würde ich immer nochmal kurz vorm Baken nochmal mit dem Schwamm dort reingehen. Und heute baken wir mal mit dem Alverde Translucent Powder. Die haben ja endlich was rausgebracht in ganz, ganz hell. Und da ich heute auch so ein bisschen mit dunkleren Farben lidschattenmäßig arbeiten werde, dann dachte ich, nehmen wir das, weil das schützt natürlich auch sehr gut vor Fallout. Und ich packe dann immer hier so ein bisschen in den Deckel rein und gehe dann
Da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Das gibt immer so ein bisschen Sauerei. Ich gehe dann hier mit so einem Powder, puff, da vorsichtig rein, nehme das auf und dann gehe ich hier so lang. Wie ihr seht, das ist auch sehr, sehr stark. Wirklich kann ich euch echt empfehlen, dass Alverde an Mineral Translucent Powder Hammer zum Baken. Ihr seht es ja selber und es schützt dann halt auch super vor Fallout. Ich werde jetzt meine Augenbrauen machen und dafür nehme ich hier diesen Stift von Lavera, den ich hier noch habe. Ich wollte den unbedingt halt aufbrauchen. Ich mochte den ja nicht so gerne, weil der halt einmal kein Bürstchen drin hat. Also Lavera, wenn man schon so viel dafür bezahlt, der kostet ja auch fast 4 Euro oder so. Oder 3 Euro, ich weiß es gar nicht. Dann kann man ja wohl erwarten, dass es mal auch ein Bürstchen dazu gibt. By the way, ich wollte euch nochmal Danke sagen für eure Nachrichten bei Instagram und mein letztes Video. Ihr hattet ja lange gefragt nach meiner Medikamenten-Story, also was für Medikamente ich nehme, damit meine Haare wieder wachsen. Ich hoffe wirklich, dass ich euch damit auch helfen kann, diejenigen unter euch, die auch davon betroffen sind. Einige hatten mich gefragt, ob man das auch als Dauerpräparat nehmen kann, das Medikament. Also generell schon, es ist ja seit Jahren im Test, sage ich jetzt mal so, weil Rheumapatienten das halt nehmen. Und mein Arzt meinte auch, man kann das jahrelang nehmen. Ich werde sehen, was die Zeit bringt. Ich kann es nicht genau sagen. Im Moment möchte ich es auf jeden Fall weiternehmen, weil ich auf keinen Fall meine Haare verlieren möchte. Ich habe in der letzten Zeit schon wieder Haare verloren. Das heißt, sie sind ein bisschen ausgefallen wieder, weil ich halt sehr schlecht eingestellt war vom Medikament. Das heißt, das eine Medikament war zu hoch dosiert, das andere war zu low und oder zu niedrig. Und dadurch habe ich halt leider dann wieder ein paar Haare verloren. Ich habe zwar keine kreisrunden Stellen bekommen, aber diffus beim Waschen merkte ich, es kamen halt viele Haare raus. Und dadurch ist es wieder so ein bisschen dünner geworden, habe ich das Gefühl. Und ja, ach, by the way, der Stift ist wirklich mies, ne? Das mit den Haaren hat sich auf jeden Fall wieder jetzt normalisiert und ich hoffe jetzt, dass die ausgefallen sind, die auch jetzt wieder zurückkommen. Ach, ist schon immer ein Drama und das jetzt schon seit 4 Jahren. Das ist immer so ein Auf und Ab der Gefühle. Auf der einen Seite, man freut sich, dann wieder nicht, dann doch wieder und aber ich habe ja auch einiges durchmachen müssen die letzten Jahre und ich merke einfach, ich brauche das jetzt, ich brauche meine Haare, ich kann darauf jetzt einfach gerade nicht verzichten und ich glaube, wenn es jetzt wieder ausfallen würde, das würde mir sehr aufs Gemüt schlagen und darauf habe ich jetzt gerade einfach keine Lust. Ich bin stark und ich kämpfe auch, aber ich braucht da jetzt so eine kleine Pause und genieße das und deswegen nehme ich halt auch die Medikamente und Gott sei Dank, vielen Dank Jesus, habe ich ja auch keine Nebenwirkung. Dann kommen wir jetzt zum Lidschatten. Ich gehe dann hier auch nochmal mit dem Schwämmchen hier drüber, weil seht ihr das, hier hat sich das echt gut in die Lidfalte abgesetzt. So, und Lidschatten, dann nehme ich auch was Neues und zwar habe ich mir mehrere Farben neu geholt. Und ich habe heute halt mal so Lust auf so ein bisschen Blüh. Blau ist ja gerade in und ich habe mir einmal hier von Alverde den Lidschatten Mono Deep Sea mitgenommen. Der wirkt so ein bisschen so türkisblau. Und dann habe ich mir hier von Altera Blue Water mitgenommen. Und das habe ich auch schon mal verwendet und es ist sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also die sind sehr cremig, sehr weich. Bin ich echt vom positiv überrascht. Und das tragen wir jetzt erstmal hier unter der Augenbraue auf.
so bläulich, ja, bläulich-lila, würde ich sagen. Und wie du schon gesagt, das ist die Farbe des Trio 04, Blue Water. Ich nehme dann jetzt hier einen Blender Brush, gehe nochmal in die Farbe rein und verblende das schon mal so ein bisschen. Dann würde ich sagen, dann gehe ich jetzt hier in diesen Alverde Lidschatten, die Farbe Deep Sea 05, und da gehe ich hier mit diesem Blender Brush rein. Jetzt hier unten in diesen blaueren, dunkleren rein. Ja, und den tragen wir hier unten auf. Und der ist auch sehr intensiv. So, dann nehmen wir das Baking Puder mal weg hier. Ja. Sehr schön, seht ihr das, wie schön das hier gehighlightet ist? So, dann habe ich hier auch ein neues Produkt, und zwar von Alverde. Und zwar ist das der Kajal Eyeliner Pearly White. Den nehme ich jetzt so ein bisschen in die Wasserlinie. Also erstmal gibt der sehr gut Farbe ab und es hält auch recht lange, und das, obwohl ich im Moment immer noch viele Augentropfen verwende. Und sehr toller Stift, werde ich mir nochmal in anderen Farben holen, mal sehen, ob die genauso sind, aber den finde ich auf jeden Fall super. Ihr lieben Mäuse, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet ein paar Produktanregungen gewinnen. Nichts von dem Video ist gesponsert. Ich habe alles von meinem eigenen Geld gekauft. Das, was ich euch zeige, das zeige ich euch einfach, weil, ja, weil mir die Produkte gefallen, und euch zu warnen vor Fehlkäufen. Ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen. Wie schon gesagt, ich finde, es sind ein paar sehr coole Produkte dabei. Was mir nicht so gefallen hat, war das Intensivserum. Das muss ich nochmal testen. Ich weiß nicht, ob dieses Peeling, jetzt, dass ich das so gebröckelt habe, davon kam. Oder ich werde das nochmal ein paar Mal ausprobieren. Auch mal mit einem richtigen Make-up. Also jetzt nicht nur mit der Sonnencreme Foundation, sondern halt auch nochmal mit dem normalen Make-up. Mal gucken, wie sich das da weiterhin verhält. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich habe euch ja sehr viele Fragen, Wünsche gestellt. Schreibt mir die alle gerne in die Kommentare. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ja, und was wir jetzt nochmal machen werden, wir werden das Make-up jetzt nochmal ein bisschen fixen. Und da nehme ich das Alverde Fixing Spray. Und das mag ich so recht gerne. Ist leider ein bisschen stark parfümiert. Das ist so ein bisschen das Down-Ding da dran. Und es ist halt auch Alkohol drin. Aber ich fand mich gerade so ein bisschen powderig durch das Baking. Deswegen wollte ich das jetzt nochmal auftragen. Ist auch schon fast alle. Deswegen, ich glaube, es wird Zeit für ein Aufgebraucht-Video, nicht wahr? In diesem Sinne sehen wir uns ganz schnell wieder. Bis bald, ihr süßen Mäuse. Muah.